Ich würde zumindest erstmal dem Stream Hallo sagen. Moin. Hier ein Wüstenfuchs, ein Waldmeister, die Mantu, Buddy, Horty. Aber Buddy und Horty sind noch im Voice. Hallo. Hallo. Nin kommt auch gleich noch. Die schaut gerade noch Videos und dann wollte sie mal reinschauen. Ach ja. Das ist ja nett. Ja, das ist so. Moin. Oh, du warschippst heute, ne? Darf auch mal wieder sein. Spupp, erstmal mal rüber. Dieses Video. Ups. Rippchen. Jawohl. Ja. Ah, Buddy ist da. Was ist hier los? Ach mal, Nico, ist jetzt übrigens doch bei mir als Rekrutierungs... mit so einer Rekrutierungsdingens versehen. Dieser Spieler spielt durch ihre Einladung WoWs. Ja, tatsächlich. Kämpft ihr gemeinsam, um Rekrutierungspunkte zu finden. Erhalten. Ich habe jetzt übrigens auch mal Chaos angeschrieben wegen dem WoWs-Clan, aber er war irgendwie seitdem noch nicht online. Okay. Zumindest bei Discord. Hallo, Herr Kaiser. Oh nein. Versuche ich doch überhaupt erstmal ein Kreuzer-Gameplay hinzukriegen. Was ist denn Tier 4 Kreuzer? Hier die Karlsruhe. Tier 4 ist schön. Ja, wenn du das sagst. Also so grundsätzlich finde ich Tier 4 schön. Nicht, jetzt nicht unbedingt die Karlsruhe. Oh ja, naja. Weiß ja nicht. Hab ich das denn hingestellt? Ich habe auf Tier 4 auch nur... Okay, die CVs. Die sind ja mehr so in den Gag, wenn man so will. Zum Fernsehen. Ein DD. Ja, und zwei... Schlachter. Mehr habe ich gar nicht auf T4. Ich müsste auch gerade echt überlegen. Kreuzer-Gameplay auf T4. Was könnte man denn da nehmen? Ich habe keine Ahnung, ob ich da irgendwas mit hinbekomme. Der Kapitän, der ist praktisch auch noch nicht existent. Das ist sein erster Tag. Naja, der zweite, der hat zumindest schon mal ein Gefecht gemacht. Jakob Biermann. Sehr gut. Der gute Biermann. Vielleicht immer kurz nicht bereit. Vielleicht kann ich dir zumindest mal 10 Punkte durch Free XP spendieren. Spendieren. Andererseits, wozu? Ja, würde ich jetzt, würde ich lassen. Erstmal. Gerade auch auf der Stufe, das lohnt sich nicht. Hm. Ja, auf Tier 4, was, ganz grundsätzlich, was habe ich denn auf Tier 4 sonst noch? Ich habe... Das ist die Dante Alighieri und die Giussano, die Kaiser, die Rhein, die Wyoming, die Gangut und die Karlsruhe. Drei Deutsche, zwei Italiener, ein Ami und ein Russen. Ja. Ui. Ja, ich schaue selber gerade noch, was ich spielen wollen würde, eventuell. Das Problem ist, ich merke gerade auf T4, keine Nation hat auf T4 einen Kreuzer, wo ich sagen würde,
das lohnt sich. Also da sieht man, das Spiel hat man Kreuzer-Gameplay, so wie auf den höheren Tiers. Die haben alle irgendwie noch eine andere Turmmechanik, die sehen anders aus, haben die Türme anders platziert, als man das hinterher mit umgehen können müsste. Auf Tier 5 sieht das schon wieder anders aus, aber auf 4? Ja, Troa hat halt lauter Einzeltürme überall mal verteilt. Und zwei Zwillingstorpedowerfer auf jeder Seite. Ja. Ich meine, die zwei Torpedowerfer pro Seite, die hast du hinterher auch nur mit mehr Torpedos. Das ist immerhin schon mal gut. Torpedowerfer. Probieren wir es doch mal damit. Hui. Oh, na Moment. Dann. Ausrüstung. Ich wollte gerade loslegen. Macht halt die. Mich irritiert ja, gerade die Torpedoreichweite auf diesem Schiff von sage und schreibe 6,4 Kilometer, was halt nix ist. Die Kamera hat gerade voll rumgezittert. Was? Nicht die Kamera, das ganze Streambild, was ist denn da los? Bei mir zittert nix. Ich sehe jetzt so auch nix. So auch nicht. Wie flackert wohl das Bild? Erdbeben. Wüstenfuchs scheint es auch zu haben, oder? Er sagt mir, dass es Erdbeben ist. Moin. Schon guten Abend. Wird die Uploads noch laufen? Nee, also ich kann mal kurz den Browser neu starten. Ich starte mal kurz den Browser neu. Auf. Voll. Also rein von der Verzögerung her würde ich jetzt sagen, ich müsste das sehen. Nee, nicht Verzögerung, das Bild ist halt am Stottern gewesen bei mir. Nee, aber er sieht es jetzt erst wegen seiner Verzögerung, meint er, oder? Ja, jetzt also geht's. Ich meine, es müsste von der Verzögerung her so, weil wenn das am Stream gelegen hätte, dann hätte ich das ja auch sehen müssen. War ja jetzt nicht so weit hinterher, dass das dir noch nicht aufgefallen ist. Von das daher. Ist momentan noch nicht. Ja, Wüstenfuchs, Buddy. Guck mal, Wüstenfuchs, der Buddy hat einen Wüsten, also der hat Füchse. Ja, alle bereit? Ja. Ja. Budget. Ja, warum hab ich das nicht? Tja. Ich weiß es nicht. Zu wenig Gemüse gegessen, bestimmt. Oh, reines Tier-Vierer-Gefecht mit zwei Flugzeugträgern. Oh, wie ist meine Luftabwehr? Oh, meine Luftabwehr. Die Luftabwehr. Ich wollte gerade sagen, was beschwerst der sich über seine Luftabwehr? Jetzt so, schau dir mal die Kaiser an, da von unserer Seite aus. Ich weiß. Ich habe nichts gemacht. Oder die gegnerische Reihen. Die hat Luftabwehr. Ja, da fliegt nichts also rein. Also eine 4 habe ich auch bei mir vorne stehen, bei der Luftabwehr. Was? Wo steht die? Eine 4. Bei mir steht 7. Bei dir. Was? Wieso steht bei mir 7? Bei mir steht 4. Ach, ihr habt irgendwelches komisches Zeug da dran. Das hab ich doch gar nicht, sehe ich doch gar nicht. Wie spiele ich denn jetzt eigentlich als Kreuzer? Fahre ich jetzt vor oder nicht? Ich schieb dich erstmal an. Ja, du bist du bist ja prinzipiell erstmal hinter mir, aber du müsstest ja eigentlich vor mir stehen, um zu tanken und ich mache dann von hinter dir Schaden. Oh nein, da ist der Raketen. Ich bleib mal kurz stehen und bleib mal bei Buddy. Kannst mal kurz rankommen hier. Ich weiß gar nicht, was du immer hast.
Ich kann die Flak auch gerade anlassen, weil meine Erkennbarkeit zur Luft ist eh größer als meine Flak-Reichweite. Hey, ich wollte mal kurz Hallo sagen. Hey, Nen, schön, dass du da bist. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo. Wie geht's dir? Warum wurde ich nicht beschossen? Was ist kaputt bei der Kuma? Hauptsache, der andere DD smoked sich erstmal ein, obwohl noch gar nichts los ist. Er hat sich eintintet. Mir geht's sehr gut. Das ist doch schön. Hoffe euch auch. Ja, dank Kaffee gerade, ja. Ich habe gerade noch mal kurz vorm Stream 3 Kaffee getrunken. Oh Gott. Ja, ich war so müde. Deswegen hat das so gezittert. Okay, ich weiß jetzt, warum die Kuma nicht auf mich geschossen hat. Das wäre eh witzlos gewesen. Ach, das sind unsere Bomber. Torpedo, Viecher. Whatever. Ja, die dritte Tasse ist noch nicht ganz leer, da ist ja so ein kleiner Rest drin, aber ja. Jetzt das gute Kaffeekonzentrat. Ja. Nee, das nicht, aber jetzt bin ich prinzipiell erstmal wach. Nee, ich habe heute den Tag irgendwie ständig irgendwie nur so rumgelegen, hab mir die Rückenlehne hier nach hinten gesetzt und irgendwie zwischendurch mal was geschaut und wieder ein bisschen was gemacht und wieder so halb gepennt, bin zwischendurch auf den Stuhl eingeschlafen, habe ich dann hingelegt, da so halb eingepennt und ach. Ja. Nun. Ich bin erstaunlicherweise recht fit. Das ist doch schön. Das ist wirklich schön. Ich wollte nochmal fragen, wie sieht denn aus mit Freelancer von gestern? Nee, gestern? Doch, gestern. Also nicht mehr so müde wie erwartet. Stimmt, wie lange hat man noch gemacht? Ach, dahinter ist die Kuma, okay. Mir wurde ein Vogel hat mir gezwitschert, als du inzwischen hergepennt bist. Ja. Me too. Ich würde beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen langsamer machen. Ich meine, ich habe jetzt, habe die Texte halt sehr, sehr. Ich habe einen Zitadellentreffer mit HE auf die Kuma gemacht. Ja, das ist möglich. Wird halt, mein Tempo ein bisschen drosseln, weil irgendwie ich habe ein bisschen. Könnt ihr die Kuma wegmachen? Ja, ich bin dabei. Meine Kugeln sind nur gerade falsch angekommen, oder? Nee, hat geklappt. Sehr nice. Ui, so, dann gehe ich mal auf die andere Seite. Ja, was ich aber prinzipiell gut finde, ist, dass ich mir jetzt mal zutrauen konnte, wirklich vernünftig die Story zu erzählen und auch wirklich alle Texte davor zu lesen, weil ich sag's, ich trau mich sonst nicht, Texte vorlesen ist bestimmt nicht wirklich spannend oder schaut dann keiner zu, da hat dann keiner Bock drauf und alles doof, aber ja, ich mochte das irgendwie doch ganz gerne. Hat total Spaß gemacht zuzuschauen, bin nur leider irgendwann gegen Ende eingepennt. Ja, aber solange ich wach war, war es gut, das Vorlesen finde ich gut. Ja. Mal kurz auf die ISO-Karte einschießen. Uff, irgendwas hat mich gerade massiv getroffen. Aua. Du Geier, Trümmer oder irgendwas. Komm da an. Ja, da sehe ich natürlich die ISO-Karte jetzt nicht mehr. Das hast du dahinter anvisieren, Junge. Die visiere ich jetzt hier an. So, jetzt geht's doch. Luftabwehr, Buddy. O drücken. Nein, die lebt noch. Ja, ich sehe es gerade. Ich schieße aber auch noch auf die. Killclaw? Nee, nicht ganz. 12 Lebenspunkte.
Aua, 5000 hat mir die Nikolai gerade reingedrückt. Da ist die ISO. Nein, wow. Sie ist wieder weg. Ich habe sauber zwischen den Aufbauten hindurch geballert. Ups. Mensch, jetzt treffe ich die ISO nicht. Oh nein, jetzt hat mich die Nikolai zerstört. Nein! Gegen die ISO. Ich habe nur 3400 Schaden gemacht. Wie ist denn das passiert? Ich habe doch so viel. Ich habe doch sogar einen Zitadellen. Ich habe doch. Mano. Adi, ich würde dir vielleicht empfehlen, nach links zu drehen. Nee, hat sich erledigt. Ich dachte, ich habe repariert und dann habe ich gemerkt, nein, habe ich doch nicht. Dann war aber schon zu spät. Was habe ich denn so wenig Schaden mit diesen Torps gemacht? Ich bin sehr enttäuscht. Vanin, sag gern Bescheid, wenn es mit Freelancer weitergehen soll. Ich habe da ja im Moment keine speziellen vorgeplanten Termine, Pläne. Adi, denk dran, rechts von, also da hinten ist noch die ISO. Ja, und da ist erstmal mein Felsen dazwischen. Ja, also die ISO ist gerade nicht das Problem. Ich würde als erstes versuchen, die Nikolai loszuwerden. Ja, klar. Ich wollte es nur gesagt haben. Die ISO dürfte jetzt sowieso rausgehen. Oh, sehr gut. Sehr schwierig, ist gerade schwer, bin ein Großteil des Tages belagert. Ja, ja, kein Thema, kein Thema. Torpedos von der Hosho. Wirklich nur einer durch. Die Hosho hat nur einen Torpedo zum Werfen pro Anflug. Ach so. Okay. Komm, Buddy, das schaffst du. Ich glaub an dich. Oder halt auch nicht. Ah. Was schießen auf die? Ach, die Karlsruhe. Noch eine. Ach stimmt, ich hätte noch Torpedos gehabt, aber ich glaube, ich war zu weit weg dafür. Oh, die hat gleich übrigens wieder seinen Job zu tun. Bislang weint aber keiner. Ja, ich glaube, die weint allgemein wenig. Was ich jetzt erstmal auf diese Windeln schieben würde, weil die halt einen trockenen Hintern hat, trotz allem. Außerdem, bist du sicher? Weil ganz häufig pupst die auch einfach nur ganz viel. Und da ist gar nichts. Themen, so. Über die ich nie gedacht hätte, dass darüber im Stream mal geredet wird. Buddy, ich würde vorschlagen, du konzentrierst dich jetzt auf das gegnerische Cap, also auf die Dante links von dir. Mhm. Und ignorierst erstmal die Gegner-TVs soweit. Was sind TVs? Das kann natürlich auch sein, sagt sie. Die gegnerischen Flugzeugträger. Die Reine ist sowieso da unten. Und wo auch immer die Hosho gerade ist, ist auch nicht so interessant.
Aber gut, die ist bei dir auf der Seite. Musst nur vor den Bomben der Hosche aufpassen, die machen Aua. Das sind AP-Bomben. Hab ich auch schon gedacht, plötzlich ist mein Eltern und 95, was ist 95? Der Gespräche... Prozent. Oh, plötzlich ist mein Eltern und 95% der Gespräche drehen sich um Mineral. Ja. Nun. Karlsruhe wird jetzt die Show machen, da wirst du aber ganz schön weit weg. Ja. Das dauert noch, bis die da angekommen ist, wo versprochen wird, dass sie hingeht. Also bis dahin ist die Algerie auch so raus. Oh. Dieser Satz von den... Plötzlich ist man Eltern und 95. Nun... So. Was, 95? So alt? Man glaubt es kaum. Ja, okay. Karlsruhe und Rhein knutschen sich da hinten. Bis unsere Karlsruhe beim gegnerischen Cap angekommen ist, ist Buddy schon längst durch damit. Ja. Aber irgendjemand sollte ganz dringend diese Dante da wegmachen. Alighieri, geh mal weg. Pom pom. Wenn jetzt die Rhein-Torpedos nur auch noch Schaden machen würden, ne? Das wäre super. Ich weiß nicht, wie man das sagt, während die Karlsruhe durch die Weltgeschichte fährt. Wolltest du, ja, das ist auf jeden Fall süß. So, die Dante ist auf jeden Fall auch weg. Also, Hilfe, Magie, ich bin ein Cheater. Was? Jawohl. Warum? Manchmal fühlt man sich sicher so nach einer Nacht ohne Schlaf. Ja, okay, das, ja. Nun, ja. FDP? Macht er jetzt Wahlwerbung in WoWS oder was? Ich wurde reported von einem Typ. Ja gut, das passiert. Aber sag nicht, du hast jetzt World of Warships angestartet, ohne über meinen Einladungslink zu gehen. Dann werde ich sauer. Oh Gott, dann zittert's wieder. Ja. Erdbeben, die zweite. Die Runde ist auf jeden Fall durch. Buddy, ich spiele kein WoWS. Mit rasender Geschwindigkeit. Dann kannst du jetzt noch über meinen Einladungslink beitreten. Ich wurde detected. Warum? Du kannst auch gerne meinen nehmen. Aber wo wurdest du denn dann reported? Von dem... Da hinten? Ne. Ich hab aber schon einen Account. Das macht nichts. Wenn du 90 Tage nicht aktiv warst auf dem Account, dann kannst du wieder über den Einladungslink beitreten und bist dann bei mir in der Rekrutierungsliste. Das ist ein hübsches Aquädukt. Einfach auf der Webseite einmal über den Link, beziehungsweise, nein, einfach über den Link, den ich dir schicken kann, einfach darüber anmelden. Auf der Webseite. Und dann klappt das schon. Hosho noch irgendwas Sinnvolles machen will, dann sollte sie statt der Karlsruhe Body anfliegen, aber nee, anscheinend... Kann da hinten bleiben. Ist in Ordnung. Mach das mal als Command. Hinzufügen, Command. Einladung kosten 0. Für jeden. Cooldown, keiner. Response. Link.
Tada. Ich habe jetzt gerade Zeit. Quizfrage: Wird der Karlsruhe Hochschule finden? Oder geht Karlsruhe vorher raus? Ja, viele Lebenspunkte hat er ja nicht mehr. Da reichen ein, zwei Anflüge, die. Ja, okay, vergiss es. Der Reihe. Also. Da hinten. Ja. Hey, gefunden. Ich revidiere meinen Satz aufgrund der Hochschulfähigkeiten. Aber das könnte jetzt fieser werden. Oh. Die Reihen capped. Oh ja, Buddy hat wieder ein Command gefunden. Der kann nochmal aktiviert werden. Und ich muss den noch ein drittes Mal freischalten. Warte mal, kann ich ja gerade mal machen. Events? Was kann ich jetzt? Und Events? Nee, Mod-Tools? Nee. Eins. Fertig. Hey. Gekippikippt. Wo hab ich das eingestellt, sag mal? Oh. Ich habe zweimal irgendeine Zitadelle getroffen. Okay. Ja, gut, ich bin erstaunt, dass ich nicht ganz unten bin. Hey, Ordi. Was hatten die Klasse? Okay, was hat unsere Alighieri gemacht? Ich hab keine Ahnung. Nix Gutes. Keine Ahnung. Anwesend war sie jedenfalls nicht. Hab ich das gemacht? Bei den Skripten? Auch. Schwupp. Einen Container sammeln. Oh. Äußeres. Wie wir nochmal Tier 4 oder irgendwas anderes? Dann eher T5 oder T6. Ja, sag an. Für die Nürnberg habe ich keinen Kapitän. Warum eigentlich? Weil ich den nie spiele. Aber ich hätte noch einen Kapitän übrig. Ja, dann nimm den doch. 6 ist schon mal besser als nix. Und die Nürnberg ist ein schönes Schiff. Gute Wortumschulung für 3500. Ja, okay. Was denn, dann brauche ich nur mal kurz. Nürnberg. Captain Skills. Das ist eigentlich vorrangiges Ziel. Also mir doch egal, wie viele auf mich ziehen, warum hätte ich das bei dem anderen Ding genommen? Das ist mir doch vollkommen. Das bringt mir doch überhaupt nichts zu wissen, wie viele Gegner auf mein Schiff zielen. Oh, was ist jetzt los? Entweder werde ich getroffen und geplättet oder halt eben nicht. Maggi? Ja? Ich habe dir mal ein Vorbild eingestellt. Ein Vorbild eingestellt? Ein Vorwerk. Oh, du streamst gerade, ja.
Für die... Nee, für was? Ist, was? Für die Nürnberg. Ach so. Ja gut, 2 von 3 habe ich da. Ja. Der ist jetzt, ne, mein Zehner, also mein Kapitän für die Zehner drauf. Mhm. Weil das ein Premium ist. Der hat natürlich ein paar mehr Punkte, als du jetzt vergeben kannst, aber das sind so die, die ich machen würde. EFA, haben die Kreuze auch, okay. Genau. Davon profitieren brauchst die Deutschen ja ganz gut, die haben ja schon eine hohe HE-Penetrations... Ich wollte es dir gerade sagen, brauchst du bei der Nürnberg nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht den Durchschlagswert auswendig. 38 mm. Ja, reicht auf der Stufe für alles. So, dann brauche ich aber noch Tarnung. Yeah, we are all living in Amerika, also gibt's Amerika-Tarnung. Oh je. Wir haben so langsam nicht mal mehr Schiffswartungskostenflaggen. Wie gehen die Flaggen aus? Also die Signale meine ich. Adrenalinrausch. Schwere Spreng- und SAP-Granaten. Achso, König. Moment, jetzt muss ich ja den Fünfer machen. Ich habe 5 und 6 angekündigt, also. Ja, ich war jetzt irgendwie, ich hatte jetzt irgendwie 5 verstanden, 6 verstanden. Also nochmal Amerika-Tarnung. Gut, restliche Flaggen lasse ich erstmal raus. Tarnung habe ich drauf, Flaggen, schwupp. Was war denn auf der Königsberg? Den hier. Na gut, mehr kenne ich hier noch nicht. Ladezeit der Torpedowerfer ist natürlich auch interessant. Was macht denn das dann? Nur noch 60, 61 Sekunden statt 68 Sekunden. Eine volle Drohe. Ja. Glaube ich eh noch nicht so wichtig. Ausrüstung. Was ist schon? Huch. Oh nein. Mehr als ein WG-Spiel ertrage ich, Wargaming-Spiel ertrage ich nicht. Du hast Punkt Spiel geschrieben. Es ist, ja. Links halt. Nach einem Punkt Leerzeichen setzen. Das hilft. Oder das Leerzeichen nicht vor dem Punkt setzen, sondern danach. Wäre auf jeden Fall gut. WG, Leerzeichen, Punkt. Ist nicht so. Ja, da hat geschrieben, WG minus Punkt Spiel. DVD.de. Also, das Minus ist durchgestrichen. Ja, okay. Das seh ich gar nicht, dass da Minus noch steht. Was? Ich sehe das Minus gar nicht, weil der Text ja durchgestrichen ist. Ah, okay. So. Panzer. Jetzt hast du auf jeden Fall schon mal etwas, was man auch als Kreuzer bezeichnen kann. Wichtig ist, Arschwaggeln mit dem Ding. Du hast 360-Grad-Türme. Nutze sie. Was? Oh je. Nee. Ja, hier, Audi, Wüstenfuchs spielt auch World of Tanks. Yay. Nice. Aber aus Tanks ist so lange raus, kann ich wirklich gar nichts nicht mehr. Wie die meisten Randoms. Guten Tomaten. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe WOT auch immer noch ein bisschen funmäßig gespielt. Guck mal, der ist raus. Okay, meine Aufdeckungsreichweite ist gleich meiner Schussreichweite. Das ist okay.
Wie lange brauche ich? Lade ich denn nach? 7 Sekunden. Das ist auch okay. Wenn du eine Gehirnzelle hast, dann bist du besser als 90% der Random-Spieler. Gut, das trifft ja für Warships genauso zu. In Wahrheit benutzen ja die großen Tech-Konzerne World of Tanks und so, um ihre KIs zu trainieren. Das wären aber sehr dumme KIs. Ja, sind am Anfang halt. Also, da würde ich eher die gewerteten Gefechte oder die Clan-Gefechte heranziehen, um eine vernünftige KI zu bauen. Das wäre eigentlich mal cool, wenn man so ein, wie heißt das mal hier, so ein Deep Learning, nein, so ein, ja doch, eigentlich Deep Learning, hier so ein virtuelles Lernen, also maschinelles Lernen, so. Maschinelles Lernen von Clan-Gefechten über alle bisher gespielten Clan-Gefechte und immer die Siegerrunden sind die Vorbilder und lässt die KI immer weiter trainieren und mal gucken, ob dann noch irgendwann ein Gegner, ein menschlicher Spieler gegen die KI ankommt. Könnte schwierig werden. Ich wollte gerade sagen, gibt der T, du brauchst sie nicht markieren, aber gut. Gibt ja, der T. Nee, ich wollte eigentlich was anderes machen, aber. Es kommt denn da an. Oh. Warte, eine geringe Streuung. Mhm. Oh. Kenn ich ja gar nicht von den Deutschen. Du bist ja jetzt auch nicht auf dem Schlachtschiff, ne? Ja, das ist schon richtig. Oh. Jetzt habe ich einfach nur falsch gezielt. Oh, jetzt bin ich. Oh, Königsberg. Hallo. Hallo. Treff ja immer noch. Warum bleibt er da stehen? Ist wahrscheinlich irgendwo gegen gerammelt. Eigentlich nicht. Die fuhr daneben der Küste lang nicht. Nicht an der Küste. Hm? Was? Wie? Wo? Wer? Da ist unser Torpedoboot kaputt gegangen. Ja. Problem ist, ich sehe die T-22 nicht mehr. Furutaka, geh weg. Boah, das Aufdeckungsreichweite gleich Schussreichweite, das ist echt belastend. Ja, Hagi, was genau hast du gedacht, damit zu torpen, während die Königsberg gerade rückwärts fährt? Oh, hier sind jetzt einfach die beiden Gegner. Oh, da ist die T-22. Ich habe zufällig die T-22 getroffen. Ich wollte eigentlich das Schiff dahinter treffen. Nein, die T-22 überlebt. Oh. Oh, stimmt. Warte mal. Torpedowerfer. Hey, versenkt. Nice. Oh, verdammt. Kriegt euch Hydro was auf? Ja. Ja, Hagi. Achtung, T2. Ah, komm schon hier rum. Doofe T22. Hey, noch ein zerstört. Huch, da hat die König mir den Kill geklaut. Ja, ich bin zufrieden. Cute. Da mache ich mir keine Sorgen, dass die irgendwann gefährlich werden könnte. Die KI, jo.
Ich dümpel mal hier hinter längst, ne? Da, ich hab grad nicht mehr so viele Leben. Ich fackel auch grad schön ab. Aber ich hab 2 zerstört, 1 Doppel. Aber ich hab nur 17.000 Schaden, was ist da los? Das ist halt schon irgendwie. Naja. Aber jetzt zerstört gleich die New York, das ist doch schon mal was. Wo ist denn die König? Könnte man mit der Kiten probieren? Nee. Also von meiner Seite aus? Probieren kannst du vieles, aber ich glaube nicht, dass der König in einer Position ist, wo das sinnvoll ist. Wenn die jetzt aktuell immer noch nicht sichtbar ist. Nee, die ist jetzt sichtbar. Ui. Erstmal würde ich schauen, ob ich die New York mitnehme. Die hat da nicht mehr viele Lebenspunkte. Autsch. Jetzt mal hergeben. Nein. Willkommen, hi. Achso. Ich kann aber Hallo sagen. Sag mal Hallo, Kleine. Nein, die kann schneller nachladen, als ich dachte. Verdammt, ich bin zerstört. Schade. Nein. Guck, die Münchner Titan. Hey, schön, wie, schön dich wiederzusehen. Wie geht's? Hallo. Hallo. Servi, servu, servas. Wir haben gestern Abend 22 bis 0 Uhr nochmal Freelancer gespielt. Ja, Nin jetzt erstmal anderweitig beschäftigt ist. Habe ich jetzt das Gameplay angefangen? Nein, ja, Hagi ist auch weg. Und ja. Ich nehme richtig schön die Story mit. Aber ja. Die wird mal eine Gamerin, hör mal. Sie zieht mich hier an der Kopfhörerstrippe. Okay. Hallo Nin. Ich hoffe nur, sie zieht das nicht raus. Ja, König gegen König. Unsere König macht's richtig. Alles gut, da haben wir mal reingeschaut die Tage. Mhm. Ah ja. Na dann. Wie geht's dir denn? Alles gut? Oh, jetzt rennt unsere König Breitseite. Ich kann verstehen, warum. Sinn macht's aber nicht unbedingt. Weil jetzt auch natürlich die gegnerische König in ihre Breitseite schießt. Naja, nochmal gut davongekommen. Oh, die Furutaka, jetzt wird es natürlich schwierig. Mach nicht nochmal denselben Fehler, König. Nicht wieder Breitseite zeigen. Ja, genau. Über den Turm weniger verwenden, aber dafür weniger Schaden einstecken. Ja, so machst du das gut. Du redest gerade mit der König wie mit dem Baby. Eigentlich nicht. Alles top, diese Woche einen neuen Job angefangen, nachdem ich wegen Corona gefeuert wurde. Also Daumen hoch. Das klingt doch schon mal. Das klingt doch ganz gut. Also nicht, dass du gefeuert wurdest. Ich bin wegen Corona gefeuert, aber ja. Aber dass du halt einen neuen Job gefunden hast. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Wegen Corona gefeuert. Ja. Ist aber tatsächlich meinem Bruder mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob das direkt an Corona lag, aber irgendwie auch jetzt halt vor einiger Zeit passiert. Und er hat auch gerade jetzt, ich glaube diese Woche, neuen Job angefangen. Und ja, bin auch mal gespannt, wie er das findet, wie er damit klarkommt. Ei, 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 ei. Oh Mann, ja, ich wünsch... 3 Kills, das sehe ich ja jetzt erst. Stimmt, wieso habe ich 3? Ich habe da noch nur... Achso, nee, ich habe die New York noch mitgenommen. Aber das war eher so ein Killklau.
Ja, aber ich wünsche dir alles Gute. Der Alkoholkonsum der Deutschen ist gestiegen. Das wundert, glaube ich, keinen. Von zu viel auf viel zu viel? Ja. Oh Gott. So seid ihr bei Freelance in der Story. Also Nin war gerade so weit, dass das Artefakt bekommen hat und auf der Flucht ist und gerade in Bretonia angekommen ist. Als ihr stand. Und ich bin jetzt bei, also ja. Ich höre dich kaum, du musst lauter reden. Ich habe gerade die, also ich habe nochmal für mich neu angefangen, weil ich habe ja nicht deren Spielstände. Und ich bin jetzt ja gerade bei Pittsburgh durch. Aber ich lese halt sämtliche Texte mit durch und so, von daher. Ja, aber Nin ist jetzt halt erstmal aus, wie man gerade hören konnte, Gründen nicht mehr dabei. Wir hatten gehofft, das noch vorher fertig zu kriegen, aber ja, war nicht mehr machbar. Das war utopisch, die Vorstellung. Ja. Das ging irgendwie so. Aber welcher von denen sitzt eigentlich bei uns im Cap? Ach, der DD lebt noch, ja, okay. Naja. Aber es ging noch irgendwie dann eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwie nach dem Freelancer-Stream los, oder wie war das? Nach dem letzten? Irgendwie meintest du, das ist irgendwie da. Das ging von Montag auf Dienstag ging's los. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da abends gemacht haben. Also ich meine, das hatte irgendwie mit. Warte mal, ich muss mal kurz nachschauen, was hatten wir Montag gemacht? Also ich weiß, ich habe um 23 Uhr irgendwas noch ein GIF in den Discord gestellt und war kurz darauf am Pennen. Und bei meiner Frau ging es dann, während ich eingeschlafen bin, so langsam los. Okay. Den Sonntag auf Montag hatten wir Freelancer. So, wie sieht denn die Teamwertung aus? Oh, Platz 2. So, Königsberg 8000, T22 8000, New York, Killclaw. Den Rest habe ich da nicht mehr viel gemacht, aber naja. Ja, aber der Schaden auf die T22, der war gut. Hat nur leider nicht geholfen. Also hat keiner bei uns aus dem Team richtig taktisch gespielt, beziehungsweise das Gegnerteam hat einfach besser taktisch gespielt bei uns in der Ecke. So, Buddy. Was ist die? Wie schaut's aus? Ja. Miau. Okay, dann, ich weiß noch nicht ganz sicher, aber ich würde vermutlich morgen Abend Freelancer weiterspielen. Morgen Nachmittag mit Buddy Valheim. Und morgen Mittag, halt so. Morgen den Tag über. Und abends halt am Freelancer. Sofern Nin und Ordi da kein Problem mit haben. Yay, Buddy! Stimmt, ist bei mir eigentlich auch irgendwie so. Dann schon durch zu sein. Hab Zeit, schau ich rein. Yay. Alles klar. Keine Vorwarnung, ich lese die Texte vor. Alle, die mir irgendwie über den Weg laufen. Twitch, Inventar. Die muss ich da jetzt auch so langsam wieder was haben. Ja genau, hier, Details anzeigen. Winter. Ich kann aber nichts abholen, schade. Ich glaube, ich höre wohl nicht richtig. Nom nom nom. Knuspert bei einer Kekse. Nee, nicht nix. Hab Zeit, schau rein, bis später. Bis später, wir sehen uns, gerne. Bis später.
Gute Nacht. Ja, gute Nacht, gegebenenfalls. Uiuiui. Mm. Das hört sich nicht gut an. Nice. Wieso? Oh. Und schon wieder diese Karte, nur diesmal sind wir auf der Gegenseite. Das ist. Hab ich schon mal gesagt, dass ich diese Karte nicht mag? Ja, kann sein. Zu viel offenes Wasser für mich. Vor allem haben die Gegner, also es gibt wieder Flugzeugträger und ich habe keine Luft, also ja, praktisch keine Luftabwehr. Und der gegnerische CV wird garantiert auf unserer Seite hier sein. Oder? Nee, muss gar nicht mal, weil unserer ist auf unserer Seite. Mal gucken. Doch. Ja. Ach ja. Buddy, ich bleib mal in deiner Nähe, ne? Oh je. Ja, ich brauch deine Luftabwehr. es ist halt so, oder? Ich müsste Andrea also Dobri, aber die ist ganz. Nee, bei mir steht 17 bei Buddy. Ach stimmt, der spielt ja gerade. Hä? Moment, wieso? Dann bleib ich ja bei der Andrea Doria, die hat 61. Dafür repariere ich jetzt nicht, dann fahre ich halt ein bisschen im Kreis. Gut gemacht. Was denn? Wer denn? Wieso denn? Hat die gegnerische Westeros gespammt. Warum an alle? Ich nichts wissen. Hm. Nikolas verteilt gerade meine Nebelwand, das ist auch gut. Pensacola. Nee, brennen werde ich jetzt nicht. Brennt ja schon wieder. Ich habe zwei Brände auf der Pensacola gleichzeitig gelegt, aber sie löscht natürlich sofort. Nee, einer ist von mir. Drei Brände auf die Pensa gelegt. Dann hätte ich auch gelöscht. Bei mir steht wirklich, ich habe zwei Brände auf die gemacht, also. Ja, ich hatte gleichzeitig auch ein Brandsymbol bei mir. Naja. Wieso treffe ich eigentlich so gut? Also vergleichsweise gut. Ich müsste halt, also. Nein, ich treffe nicht gut, ich treffe halt. In einem sehr kleinen Bereich vergleichsweise. Bin ich überhaupt nicht gewohnt. Alter, CV. Leck mich doch am Arsch. Jetzt weißt du, warum wir hier so auf den Pulk warten müssen. Ich würde ja sagen, ich höre auf zu schießen und gehe zu, aber meine Aufdeckungsreichweite ist gleich Schussreichweite. Ja, nun. Ich mach das nächste Mal wieder ein Concealment-Bild. Wo fliegen die jetzt eigentlich hin? Also, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ich war eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Huch, die Doria. Lieg mich erstmal beiseite. Würde die Queen Elizabeth gerne in Brand stecken. Irgendwie das Gefühl, das wird nix. Oh, Ordi. Die Queen schießt auf dich. Durchschläge auf die Furutaka.
Wie macht ihr lauter nicht Durchschläge und nicht Abpraller und sowas? Ja, immerhin in Brand gesteckt, aber. Der Duke hat mich lieb. Wow. Stimmt ja, ich habe hier Jäger dabei. Ich könnte eigentlich mit Luftabwehr unterstützen. Ich fahre mal wieder ein Stück weit zu euch rüber. Hier, ich hole mal Jäger raus für die Bomber, das muss ja nicht sein. Body! Nein! Ne, das war die Bretagne. Ja, der Bomber hat voll daneben geworfen. Okay. Aber der hatte mich am Anfang der Runde schon einmal richtig gut erwischt. Jetzt krieg ich mich hier die Wasteras oder was? Aus dem Nebel heraus. Aber wieso sind denn bei uns schon alle DDs tot? Was haben die gemacht? Wenn ich das wüsste, wäre ich auch schlauer. Am Ende ist die Gyrov raus. Ja, das ist die Vasteras. Kavur, gib. Jawohl. Nein, meine Maus ist eingefunden. Nein, 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 nein. Also was gemein ist gerade in diesem Moment. Oh ja. Nikolas, geh raus. Jawohl! Westeros macht einen Drive-By. Was zur Hölle? Na 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 na. Wester. Oh. Bom 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 bom. Och Mensch, ich krieg die Westeros da nicht. Oh, 34 Lebenspunkte. Nee. Oh ja. Ja, okay. Haben wir noch? Wir haben mutmaßlich noch eine Julio oben bei deren Cap. Ja, okay, das war kein guter Deal. Da bin ich einfach weg. Ich hab noch 3/4 Leben oder so. Wie frech. Das finde ich jetzt aber unangenehm. Da muss ich sagen, ich finde meinen Schadensoutput äußerst unangenehm. Ja gut. Muss ich halt noch einspielen. Ja, schon, klar. Oh, naja. Jetzt schon gern irgendwas um die 40.000.
Ja, das wäre nett gewesen. Hm. Marine, Kriegsführung, Brandstiftung. Oh. Hm. Komm schon, Buddy, du kriegst das hin. Nee. Das sind doch alle... Doch. Sind doch alles nur kleine Fische. So, wo landen denn deine Granaten? Ja, prinzipiell sehr gut. Ja, naja. RNG. Ich wollte gerade sagen, den Rest macht die Streuung. Adi, du bist das vorletzte übrige Schiff. Oh, nö. Doch, doch. Genau so. Die König dreht sich gleich Breitseite. Warte mit dem Ski. Ja, okay. Und mit AP machst du da eher ab, Kraller. Und du zeigst gerade verdammt viel Breitseite. Der König wird auf dich schießen und hoffen wir, dass du nicht allzu viel Schaden nimmst. Aber ich glaube, das wird nix. Mhm. So, bin erstmal für eine Folgeserie raus. Viel Spaß noch. Nin, aus der Reihen. Wir sehen uns wieder. Viel Spaß. Bis gleich. Miau. Ja. Bis denn. Ich trinke mal meine Kaffeetasse hier aus. Ich hab den Rest. Ali, zu viel Breitseite. Will ich dann eher wegfahren von der. Ja, war definitiv eine gute Entscheidung, weiter so zu drehen. Hat die Queen dich wenigstens nicht so sehr gekriegt. Aber vermutlich wird die Ranger dich gleich rausbomben. Na, knapp. Aber du brennst. Und weg. Ja, gut. Na gut, jetzt ist also Ryuho noch sonst irgendwo da hinten. Er hat gegen den Kartenrand. Total interessiert, die Japaner haben ihren, bei den Flugzeugträgern, diesen Schornstein zur Seite weg. Alle anderen immer nach oben. Ja. Was halt von den Japanern durchaus eine sehr intelligente Maßnahme ist. Ich weiß gar nicht, ob das so bleibt. Hm. Ich habe das auf jeden Fall schon auf sehr vielen japanischen Flugzeugträgern gesehen. Ich würde mir dieses Schiff halt gerne besser anschauen, aber irgendwie ist das schwierig, wenn das so halb am Kartenrand feststeckt. Ja. Es hat mich gehört. Ich weiß nicht, viel mehr ansehen kann man da eigentlich nicht, also.
Ja gut, der Kapitän sitzt halt vorne drin, der Steuermann. Ja, klar. Wenn doch jetzt alle Bomber gleichzeitig ihre Bomben abwerfen können und nicht nur ein paar. Ich meine, warum sollten Bomber, wenn sie schon so einen guten Anflug haben, ihre Bomben nicht abwerfen? Man weiß es nicht. Gameplay Balancing. Ah. Da ist es geschehen. Warum eigentlich? Eigentlich noch Punkte gefehlt und Zeit ist auch nicht. Oh, naja. Ach, Cap. Vermutlich haben wir das Cap erobert. Genau das. Platz 3. Warum bin ich so viel? Ich meine, ich mache doch überhaupt keinen Schaden im Moment. Also klein ist untertrieben, aber ich mache halt echt wenig Schaden. Amerika ist wunderbar. Coca-Cola, sometimes war. Nein, tun wir nicht. Ah ja. Jetzt mache ich mal Musik an. Ja, das geschafft. Oh, nice, endlich die Karte. Das ist. Aber diesmal mit so langsam Regen. Geht mir die Karte echt auf den Nerv. Aber diesmal ist es hier Herrschaft. Also. Ja, ne? Ein anderer Modus. Ja. In Regen. Wo sind die Andrea Doria? Ne, haben wir hier. Ist auf der anderen Seite. Wo ist denn. New Mexico? Ah, die New Mexico, die hat Luftabwehr. Und die New Mexico fährt mir viel zu weit irgendwo hinweg. Wieso guckst du nach der Luftabwehr, wenn wir nicht mal CVs dabei haben? Achso, stimmt, habe ich gerade überhaupt nicht dran gedacht. Entschuldigung. Was? Ich habe nichts gesagt. Vielleicht kommt hier irgendwo so ein Torpedo geflogen. Was machen die beiden? Welche beiden? Kuscheln. Ach, die Vastiras und die Eagle. Die Eagle ist jetzt mit Turbo abgehauen. Die probieren, ob sie uns noch so einen Destroyer machen können. Ich muss wirklich bei der New Mexico und Buddy bleiben, sonst habe ich überhaupt keinen. Also.
Dann stehe ich halt wieder so an vorderster Front und niemals in der Nähe. Weiß nicht, ob ich auf die Emil Bertin jetzt schießen sollte, aber... Es, naja, bietet sich an. Jetzt auch erstmal raus für heute. Gute Nacht, frühesten Fuchs. Man sieht sich. Bis denn. Haut rein. Dann. Nacht. Schlaf gut. Schau gern wieder rein. Oh Mensch, jetzt treffe ich hier nichts von der Emil Bertin. Mensch. Erst zwei Treffer. Na danke. Hey, erstes Blut, nice. Dankeschön. Wow. Ich habe das Ruder ausgeschossen. Arme Nürnberg. Oh, ich warte noch gar nicht so weit rum. Och, Manu. Oh, die Torpedos gehen jetzt. Oh, schade. Das läuft bei uns beiden heute nicht so richtig. Sorry. Ja, die bisherigen Gefechte gingen ja noch halbwegs gegenüber dem, was jetzt gerade passiert ist. Nee. Marinekriegsführung, Waffengrundlage. Rabauter des Träumers. Die T-22. Ungünstig. Bin erstaunt, dass die New Mexico gerade. Jo, alles klar. Die New Mexico gerade noch so halbwegs heil herumkommt. Die hat gerade ziemlich lange, ziemlich viel Breitseite gezeigt. Buddy, denk dran, du zeigst jetzt Breitseite. Ja.
Wobei ich zugeben muss, du hast Turtleback-Panzerung. Da ist es nicht ganz so extrem dramatisch, wenn du rein Breitseite zeigst. Und wenn es die Cavour durch dich rausgeht, wäre das Töfte. Aber ich glaube, du hast nicht getroffen, oder? Nope. Schön daneben. Ja, und jetzt heilt sie gegen. Wenn ich... Oh, doch, sehr gut. Nix gibt's hier. Ja, und jetzt erstmal weg. Bisschen selber heilen. Das Cap verteidigen. Nee. Ja. Achso, ist ja keine Ahnung. Ja, noch nicht. Die T22 wird da vermutlich gleich rein. Für die aber erstmal... Ja, genau. Fuso ist da ganz gute... Ganz gute Idee. Der gegnerische König hinter dir dreht aber auch gerade breitseitig rein. Aber erstmal eins nach dem anderen. Nicht so weit wegfahren. Die Fuso hat auf Reichweite mehr... Möglichkeiten als du. Ja, jetzt wird C gecapped. Natürlich keiner da, der das botten könnte. Ja, viel von der Fuso ist nicht mehr übrig. Jetzt besser. Oh, da ist die T22. Die T22 cappt nicht mehr. Die König cappt. Du kannst die König zurücksetzen, dann kriegst du Verteidigung. Muss nur halt die Fuso erst noch wegkriegen. 2-3 Salven. Also 2-3 Schüsse, nicht 2-3 Salven. Hauptsache, die geht raus. Nein, du hast die Fuso raus. Ich meine, ja, die T22 ist wichtig, aber die Fuso halt nicht rauszunehmen, ist auch ein Fehler. Das muss die Piotr jetzt machen. Oder die Vasteras. Hauptsache irgendjemand. Genau das ist jetzt passiert. Piotr wird dadurch rausgenommen. Und die König konnte jetzt cappen, weil die keiner zurückgesetzt hat. Ärgerlich. Das war doof, das war wirklich doof. Na gut, dann unsere Vasteras kriegen die zumindest keine
Punkte mehr. Dafür nehmen sie uns jetzt A ein. Na gut. Sollen die Warspite bei B drin? Ah, nee. Nee, irgendwie ist das gerade massiv schlechter geworden. Ja, warum zieh ich nicht auf die Moosbite? Moosbite zählt nicht auf Moosbite? Was? Mhm. Er hat Ewigkeiten irgendwie da zu A geschaut, weil sie vielleicht die Batoni haben wollte, aber es ist natürlich blöde, wenn dafür die gegnerische Moosbite nicht rausgenommen wird. Schon wieder Rabauter des Treue, den hatten wir doch schon vorhin. Hatten wir vorhin schon mal. Und zumindest haben wir jetzt C, das heißt, wir kriegen wieder Punkte, aber das Blöde ist, die reichen im Moment noch nicht so wirklich. Ich würde ja sagen, irgendwer sollte mal der Wasp, der Andrea Doria helfen. Der New Mexico ist so dermaßen langsam. Ja, 21 Knoten, das ist... Ah, Geschwindigkeitsrekord. Die Moosbite zeigt schön Breitseite. Da was reinhauen, dass er... Ja, die Andrea hat das gut gemacht. Fünf Rohre vorne. Und fünf hinten. Au. Ja, ich ziehe natürlich jetzt die Bajoni mit rein. Deswegen, es ist... Sie steht noch auf... Es ist definitiv nicht gesichert, dass wir gewinnen im Moment. Was der Rass hat, wenn das zusammenklappt, dann könnte das noch übel werden. Ich glaube nicht, dass die Andrea Doria das überlebt. Frage ist, fährt die Warspite in die Torps? Das, davon gehe ich aus. Mit Miss in 2 fährt sie rein. Ja. Das hilft zumindest schon mal. Die Andrea Doria geht jetzt raus. Na, fast. Huch, wie beschleunigt die mit mal. Aber leider hilft ihr jetzt nicht, die brennt aus. Nein. Ja, und jetzt ist die Frage, was machen wir? 2 gegen 3? Unsere New Mexico hat kaum mehr Lebenspunkte. Jetzt die Frage, was kann die Vasteras machen? Bali sollte unbedingt weiter genauso angewinkelt stehen und auf die König zufahren leicht, und sie versenken. Genau, leicht eindrehen am besten und nicht so. Weil sonst zeigst du gleich ungewollt Breitseite. Okay, aber Johnny muss sich noch einschießen. Irgendjemand sollte die da mal ablenken. Ich glaube, das macht die Vasteras hoffentlich. Mhm. Aber die König könnte jetzt rausgehen. Wenn Buddy noch ein, zwei gute Treffer macht. Ja, nächste Salve könnte... könnte. Oh, lieber Johnny. Buddy, Buddy, Buddy. Oh, da schießt die New Mexico schon. Aber das reicht nicht. Und? Ja, komplett daneben gesetzt.
Buddy. Hallo. Nee. Echt jetzt? Du brennst jetzt aus und deswegen geht das Duell natürlich verloren? Oh. Das ist jetzt belastend. Ja gut, die New Mexico nimmt jetzt hoffentlich die König raus. Ja, hoffentlich. Nachdem die letzte Salve komplett gar nicht gesessen hat, saß die auch schon wieder nicht. Aber schieß doch mal. Ne. Oh. New Mexico. Maulwurf, sei. Maulwurf HD, sei bitte nicht so blind wie ein Maulwurf beim Schießen. Ja, ja. Endlich. Oh. Okay. Hey. So. Boah, come on. Jetzt nur noch die Bajoni rausholen. Nur noch. Das war nicht schlecht. Vorteil gegen Bajoni ist, die Bajoni ist super weich. Nachteil ist, die kann schnell nachladen. Ja, Bajoni ist ein gutes Schiff. Also wenn Kruppstahl 75 weiß, was er tut, kann das hier noch echt böse werden. Aber die Vasteras hilft gerade so ein bisschen mit. Oder Half. Genau. Half gerade noch ein bisschen mit. Jetzt müssen wir noch diese 300 Punkte da weg. Da bin ich tatsächlich relativ zuversichtlich, dass die Vasteras das auch alleine hinbekommen würde. Ja, ich bin recht zuversichtlich, dass wir es gewinnen, weil gleich nur noch anderthalb Minuten. Nehmen wir an, die New Mexico und die Bajoni gehen raus. Selbst dann, jawohl. Ja, siehst du, alles erledigt. Hervorragend. Der Bergfried ist komplett. Genau. Oh hey, die sind alle nebeneinander, untereinander. Wow. Eins schlechte Divi. Ja. Einzige brauchbare war Buddy. Buddy, du warst gut. Ich hab nichts gemacht. Doch, du warst gut. Ja. Buddy markiert die Grenze. Mit einem Eimer weißer Farbe. Ach, ist ein bisschen der Kantenmaler. Der ominöse Kantenmaler. Achso, jetzt sagen wir, switchen auf Tier 6, aber naja, muss Buddy wissen. Und waren wir bei 10 ja. Zuschauern, jetzt sind wir bei 4. Oh nein. Hi. Sorry. Ja. Nee. Wir spielen heute einfach zu mies, das ist nicht gut. Ja, ich sollte noch ein Gefecht mit der Pommern hinterher schmeißen und da vielleicht nochmal 100.000 machen oder so. Ja, ich hab gestern. Mittlerer Schaden, ihr Gefecht 14.000. Ei, das tut weh. Das tut richtig weh. Das müssen wir ändern. Was kann ich doch nicht machen? 4 Gefechte, 14.000, da kriege ich doch wieder 100 Punkte in der Statistik abgezogen. Mm.
Wir haben 6 aktive Spieler im Clan. Ja, immerhin. Ja, das ist doch schon mal was. Huch, Terex hat heute gespielt. Ist ja cool. Und Dark D gestern. Ja, Waldmeister vor 32 Tagen, die kann ich noch nicht mit dem Link anheuern. Oh nein. Wen könnte ich denn mit dem Link anheuern? Wer ist denn Sammy the Business Cat? Naja, ich nicht. Nee, nee. Das ist eine gute Frage. Sammy the Business Cat. Vortex könnte ich in 7 Tagen, in der Woche könnte ich Vortex anwerben. Auf geht's. Bereit? Mhm. Oh nein, Flieger. Jetzt bräuchte man das eine Kind, was gegen diese Cluster gedonnert ist. Wie bitte? Ach, der gute Fliegeralarm. Eines Fünfer. Wir haben eine andere Karte, ne? Ja, eine Karte für Tier 3. Wieso kriegen wir jetzt reines Fünfer? Eine Karte für Tier 2 bis 4. What the fuck? Poker Gaming hat Spaß. Ernsthaft. Immerhin keine Flugzeugträger hier. Fährt man jetzt in die Mitte oder nicht? Guck mal vor, ich komme danach. Hallo, ich grüße euch. Ich hoffe, es geht gut. Moin, Waldi. Moin, Hallo, Waldi. Ich habe vorhin dir auch schon Moin gesagt, aber du hast nichts gesagt. Deswegen sage ich jetzt nochmal Moin. Wie geht's? Guten Abend. Schön, dass du da bist. Hey. Ich habe aufgeklärt, die Marblehead. Okay. Wie? Ich weiß es nicht. Ich hatte offenbar so einen ganz kleinen Spalt hier, durch den ich gucken konnte. Und jetzt hat sie mich aufgemacht. Guck mal, da ist er wieder. Ich lief alles im Hintergrund. Und was gibt's Neues bei euch? Captain Knight. Erstmal nicht, also war nicht so viel. Waren die denn alle hier durch? Ja, offen durch Hydro. Königsberg mit ihrem 6 Kilometer Hydro. Geh weg. Oder 5 Kilometer und ich bin gerade so an der Grenze. Der König steht da hinten einfach rum, deswegen kann ich auf sie schießen, auch wenn ich sie nicht sehe und treffe trotzdem. Hat schon Vorteile. Willst du mich eigentlich verarschen? Hm?
Da geht eine einzelne Kugel gerade so über die Insel und trifft mich tatsächlich. Hm. So, was ist jetzt mit der Kiro? Ne, Kirov. Welche Reichweite haben meine Torps? 6 Kilometer? Natürlich 6 Kilometer. Was bringt nichts, wenn ich von hier aus versuche zu torpen? Das ist blödsinnig. Hm. Modi, ich fahr mal vor, ne? Hm. Versuch gerade unauffällig zu drehen. Rückwärts. Ich weiß nicht, soll ich reinfahren oder nicht? Ich würde es noch lassen. Auch was die Jaguar da macht, ist gerade keine gute Idee. Achtung, Torps, Ordi. Hm? Das ist die Emerald. Hui. Komm, wir machen mal ein bisschen aggressives Nebel-Gameplay. Oh, meine Torps treffen. Gott sei Dank, nice. Oh nein. Schön. Gute Sache. Und danke für den Nebel. Sieht auf die Marblehead. Emerald meine ich. Und nochmal ein Zeter. Königsberg. Durchgeschlagen. Ui. Torps. Hat die auf dich getorpt? Wahrscheinlich. Nee, weiß ich nicht. Getroffen hat sie dich. Und ich hab. Ja, ich hab sie abgefangen, weil ich in den Nebel zurück wollte. Hm. Hm. Toll. Nein. Das ist plötzlich eine Jaguar. Wieso sind beide Jaguars von C runter zu B gefahren? Was soll das denn für ein Blödsinn? Unsere hat das gemacht, ist dann hier drauf gegangen und die gegnerische macht das auch. Um hoffentlich zu sterben. Hm. Body? Ja, ja. Okay. Tschüss. Jetzt sehe ich nichts beim B. Wenn ich nichts sehe, kann ich auch nichts abschießen. Oh, ich habe 42.000 Schaden gemacht. Hey, schön. Decken sich doch alle irgendwie da vorne. Sehen kann ich sie trotzdem nicht. Jetzt halt die König da drüben. Mal gucken, vielleicht erwische ich was. Ich hätte vielleicht in den Cap reinfahren sollen und nicht davor weg. Ne. Mal hauen. Ja, wenn ich gegen die Jago kämpfe, sollte ich vielleicht HE vorladen. Die Emerald. Aufgeklärt? Was denn? Britannia vielleicht? Nee, die Cavour oder die Piotr da hinten. Die Matrosen. Achso, du bist entdeckt. Nee, ich habe entdeckt. Ich habe aufgeklärt. Achso. Hey, Secondary. Hm. Komm, mach Nahkampfexperte. Wirklich nicht.
Jetzt einmal Türme drehen, AP vorladen, so. Torps rausschicken. Kann mir jetzt noch einer erklären, warum sich unsere Emerald so weggeschmissen hat? Weiß ich nicht. Also, dass ich mich gewastet habe, ja, okay, das war einfach dumm. So. Aber die Emerald, was war das denn? Mist, jetzt hat er mir einen Turm kaputt gemacht. Ich weiß, du hast Torps. Das Blöde ist, ich hoffe jetzt nicht, ja. Oh. Ich weiß, du hast Torps. Ach. Oh. Zitadellentreffer. Ui, 243 Leben. Hm. Ja gut. Ab jetzt ist in Deckung stehen und auf Gegner in Reichweite feuern angesagt. Ja, ich bin entdeckt von der Piotr. Die dreht auch schon schön dahin. Hm, ja, die wird jetzt hier runterkommen. Da oben ist ja nur noch unsere Piotr, die schon wieder am Spawn gerade abgefackelt wird. Bin schon wieder entdeckt, warum? Was? Jetzt. Achso, durch die Emerald. Nein! Nice Dodge Gameplay. Und jetzt zur Schellnarbenfels. Fenster offen und im Hintergrund. Was gibt's Neues bei euch? Auch alles okay soweit. Grüße. Ja. Oh. Nein, da ist die Furu. Oh. Okay, no. Die machen mich jetzt kaputt. Ah, 3 Sekunden vor dem. 3 Sekunden bevor der Cap durch wäre. Ja, das war doch jetzt mal eine gute Runde für dich. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ja, wir hätten den Cap echt gebraucht. Ja, nun. Auf der anderen Seite. Da gleich in den Cap reinfallen. Will das jetzt auch nichts mehr. Nee. Ich glaube, selbst mit Cap hätten wir nicht mehr. Hätte das nicht mehr gereicht. Sagte ich gerade. Oh. Wie kam das gerade nicht bei mir an? Ich war gerade irgendwie selber in Gedanken. Wie passiert mir das häufiger mal?
Ja, gut. Jetzt, jetzt macht ihr halt mir Nebel bei B. Hm. Emirald. Ich frag mich ja ernsthaft, was die Furutaka gedacht hat. Von wegen, dass da irgendwer sein sollte. Ja, die Emirald halt. Geglaubt hat. Achso, das, ja, nee, weiß ich nicht. Einfach auf gut Glück. Ich meine, die Cavour hat da ja auch hingepinkt. Aber dass die jetzt noch kämpft, die Piotr. Aber die ist zu weit weg dafür, oder nicht? Ja, die kam ja gerade erst angefahren. Die, von der wusste man ja auch gar nicht, dass sie jetzt schon da ist. Hm. Ein Torb trifft die Keimauer. Hm. Oh nein. Das ist schon leicht absurd, wenn man bedenkt, dass ein so ein Torb so groß ist, wie eins dieser Schiffe, die hier bei dem Dorf vor Anker liegen. Ja. Das sind also die allerersten Torpedoklassen. Das ist nur eine Drille, die es steuert. Die Emirald. Die Furutaka hat. Ja, ernsthaft. Gut, okay. Wir haben jetzt nochmal eine Chance, wenn die Piotr noch rausgeht. Das kann ja. Nee, das wird alles nix. Das wird nix mehr, aber. Durch die Cavour. Echt jetzt? Wie konnte das passieren? Glück. Easy. Einfach nur Glück. Cavour hat ja ein interessantes Design. Vor allem, die hat irgendwie gemischt Zwillings- und Drillingstürme. Die hat 3 Drillingstürme und 2 Zwillingstürme. Mhm. Warum nicht einfach 5 Drillingstürme? Da hätte sie 15 Kugeln gehabt. Reicht zwar immer noch nicht gegen eine Lyon, aber immerhin. Guck, mit der SAP-Munition, das wird jetzt fies. König. Das musst du denjenigen fragen, der diese Schiffszeichnung auf die Serviette geschrieben hat. Hm. AI. Naja gut, macht eh nichts mehr. Ja gut, wir sind auf Tier 5, ne? Da kommt dann ja schon mal öfter vor. 92 Zieltreffer, 2 Torpedotreffer, 2 Flugzeuge abgeschossen, 2 Ausfälle, 3 zerstört, 1 in Brand gesteckt, 2 Wassereinbruch, 4 Zitadelle. Ich mache mehr Zitadellentreffer hier als mit einer Pommern. 4 verteidigt, 6 Zieltreffer mit der Sekundär. Naja, aufgeklärt. Meine größte Leistung im Spiel war es, zu verhindern, dass du getorbt wirst, indem ich mich davor geschmissen habe. 12.000 auf die Jaguar. Eigentlich wollte ich eine Nebelwand legen, aber irgendwie war mein Nebel so schnell leer. Hm. Ach ja. Ach. Jo. Ring, ring, ring. 3 Mini-Kase bei den Gegnern. Ja gut, kann man schon mal machen. Vor allem die Minikasen haben Nachladezeiten für ihre Torps. Da schießt manche, also da hat manche das Schlachtschiff auch nachgeladen. 42 Sekunden.
Hey, Buddy. Also, es sind schöne Winde. Kase heißt Wind auf Japanisch. Ach so. Oha. Lass mich raten, das hat Ninja verraten? Nee, das wusste ich tatsächlich anderweitig schon. Okay. Und das ist übrigens endlich mal eine schöne Map. Auch wenn ich den Modus auf dieser Map nicht mag. Man kann es dir auch einfach nicht recht machen. Das ist wahr. Eine schöne Map, aber falscher Modus. Das ist eine schlechte Map. Das ist eine zu kleine Map. Ich würde nicht so dicht hinter euch fahren. Wo auch immer die Kamikaze dahin torbt. Das Flugzeug fliegen kann, ist ja auch interessant. Ich bin fast mit dem Schiff schneller als das Flugzeug. Naja. Na doch, schon. Oh, Emerald würde mich gleich aufmachen, wenn ich nicht hier hinter der Insel bleibe. Ich wurde schon irgendwas anderes aufgemacht. Gut. Audi, ich würde dir gerne helfen. Bin gleich. Oh, ich nehme schon viel zu viel Schaden. Na gut, vier Treffer auf die Minekase geholfen hat's nicht. Ja, 8 Kilometer habe ich. Da ist schon wieder eine Mine. Ja. Ich bin dabei. Mal gucken, ob was trifft. Ja, immerhin zwei. Oh, Motorausfall. Und jetzt sehe ich nichts. Da kommt die Emil rum. Nein, Ori. Deto. Munition. Natürlich. Bunker. Oh, die Mine da ist gerade auf. Schade, mies. Tut mir leid, Ordi. Ich darf nicht. Kannst du ja nichts für, dass ich rausgedetot wurde. Ja. Ich hab dich gewarnt, die kommt da rum. Aber machen kannst du da trotzdem nichts. Ich wollte gerade sagen, also da war sie dann ja wirklich auch schon. Die war halt da. Schon da. Das ist die andere Minekase.
Das Problem war ja auch, dass ich dann... Ich wollte eigentlich so durch die Nebelbank hindurch Torps abwerfen. In der Hoffnung, blind was zu treffen. Und dann habe ich mich halt hinter die Insel verziehen. Aber die hat halt genau in dem Moment Hydro angemacht. Wo ich gerade werfen wollte. Und da dachte ich mir, das ist doch jetzt nicht wahr. Offen durch Hydro und dann schreist du, da kommt die Emilia und da geht die... kommt die in mein Sichtfeld. Und dann war ich damit raus. AP wechseln. Auch wenn ich gerade gut Schaden mit HE mache, aber naja. Die Wiese ist deutsche Schiffe, AP immer wann geht. Oh, jawohl, Zita. Oh, da ist die Mine. Aua. 14.000 durch die Giulio Cesar. Mano, das ist so doof, dass die Zerstörer wirklich ein, Kreuzer, eine gut platzierte Salve und du bist einfach weg. Ja, ja. Das finde ich so furchtbar, da kannst du halt überhaupt nichts machen. Heißt, auf der Pommern, da hältst du ja was aus, da kannst du hinfahren, Schaden austeilen, deine Sekundär sprechen lassen und halt im Feuer stehen. Aber es geht. Und dann kommen sie hier mit einer Königsberg an und irgendwo 15 Kilometer weit weg steht eine Giulio Cesar und du bist weg. Aus dem Nichts. Ach, die, hä? Okay. Komm schon, Kamikaze. Nee. Das ist... Oh. Oh. Ein Tor, das siehst du auch noch auf dem, auf dieser Tierstufe. Eieiei. Oh. Ja, gut, was willst du erwarten, ne? Hopfen und Malz verloren. Denn auf unsere Kavur? Da hinten ist doch nur die Giulio. Oder ist die Emirald irgendwie wieder zurückgefahren? Ne, die ist doch da, die ist noch da hinten. Königsberg? Oder haben wir doch noch gar nicht entdeckt? Jetzt muss die Königsberg sein, die wieder zurückgefahren ist oder so. Ja, das dürfte die Königsberg sein. Drei Drillingskugeln. War die Hydro? Ja, sehr gut. Aber leider zu spät, jetzt kann die Kavu nicht mehr auf die Mine schießen. War die überlebe? Kavu auf die Mine schießt. Eventuell schafft die Kavu das noch. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt ist die Mine hinter der Insel. Ah, so doof. Und trotzdem ist noch alles offen. Ja. Ah. Ja. Wenn wir jetzt unser Cap aufgeben. War alles offen. Weil die jagen da gerade irgendwie die König da hinten, was halt irgendwie auch eher so semi ist. Du fährst doch in eine ganz andere Richtung. Haut nicht in Torpen.
Yanwei, nein. Ja, doch, die... Ja. Wenn du schon Nebel legst, ich wollte gerade sagen, dann werd auch wenigstens langsamer. Oh. Boah. Mehr Glück als Verstand, ja. Die. So, König ist schon wieder am Vorwärtsfahren. Ja. Ja, die Tops treffen dann nicht. Auch daneben. Jetzt wurde ich gerade angeschrieben. Uns auf Tragik, ja. Muss mal kurz den Ton ausmachen, ich weiß nicht, wie laut das wird. Okay. Ja, wie war das mit es war alles offen? Ja. Für ungefähr eine halbe Sekunde. Dann habe ich das gesagt und danach war vorbei. Mal kurz, kann ich irgendwie deinen Stream muten? Ja, hier. Oh. Ach, echt? Ja, ich schaue noch weiter zu. Nein! So. Nein, ich hatte ganz vergessen, dass er noch an war. Soll ich den anlassen? Okay, wir machen ja gleich Schluss, denke ich mal, oder? Das müsstet ihr sagen. Solange meine Frau sich nicht beschwert. Nee, die schon gerade Serie, die müsste eigentlich schon durch sein. Und dann wäre gleich die zweite Folge angemacht. Aber... Ja... Ich würde halt eigentlich nochmal irgendwie eine Runde mit der Pommern machen, um Schaden rauszuhauen, damit die Statistik heute nicht ganz so scheiße aussieht. Und die Rammen... Knuddeln! Krake freigelassen. Ui. Beim Gegner. Deto, ey. Aber ansonsten will ich, glaube ich, Feierabend machen. Würde halt noch eben eine Runde mit der Pommern machen. Und das war's dann für mich. Aber ihr könnt gerne ja so weitermachen. Also ihr beiden. Gebe ich Ordi mal. Mandant. Was hat Divi? Wir können auch fröhlich weiter Gefechte machen. Ich würde mich einmal mit der Pommern prügeln und dann geht's los. Jo. Ah, Moment, Waldi. Ein Gefecht mache ich noch. Ich will dir nochmal einmal zeigen, dass ich entweder auf keinen Fall deutsche Schlachtschiffe fahren darf, nachdem ich schon was anderes gespielt habe. Oder ich zeige jetzt mal ein vernünftiges Gameplay mit der Pommern. Man darf gespannt sein. Ich wünsche euch in eurem Gefecht auch viel Spaß. Ja. Ja. Ich bin gerade stark am Überlegen, ob ich die Mutsuki heute nochmal anpacke oder nicht. Irgendwie bringt die nicht so wirklich Glück und Erfolg. Gut, ich müsste halt auch irgendwann mal in ein Gefecht kommen.
Das könnte auch helfen. Geht denn doch noch was? Body, wie sieht's aus bei dir? Noch Lust auf eine Runde? Ja. Komm gleich dazu. Ah ja, Hatsuharu, da. Kaufen. Oh, mit Hurricane, sehr schön. Typhoon, nein. Gewitter. So. Ah ja, ich bin ja jetzt Kommandant. Yay. Load hier. So lau, wie es nur gehen kann. Mit Flugzeugträger. Hui. Nur viel Erfolg, ne? Dafür eine vernünftige Karte. Mit einem vernünftigen Spielmodus. Und bei uns direkt der Erste, der rumflamet wegen dem Matchmaking. Ja. Die Decks. Die sind noch auf so einem Schiff. Alle an Deck. Oh, der hat Streuung. Aber 6 Treffer. Nein, jetzt packt auch nicht wieder rum, Maus. Ui. Keks oder Kuchen? Beides. Nice. Ja. Gute Maus. Dann darfst du weiter backen. Okay. Die Idee ist in der Nähe. Wie groß ist die Reichweite? 10 Kilometer. Schalte ich mal auf AP um. Hindenburg. Ui, da kommt der Kurfürst rum. Ganz schlecht. Oh je, ich werde rausgetorbt. Na toll, und die Asashi nimmt mir den Kill.
Uff, ich lebe noch mit zweiter. Okay, jetzt nicht mehr. Aber über 60.000 Schaden. Ich weiß zwar nicht so ganz, wo. Ach, von der Hindenburg. Aber nun ja. Hindenburg war leider deutlich wendiger, als ich dachte. Ich hätte gehofft, die hätte da irgendwie noch hinter der Insel hier so schräg vorgelugt und wäre dann nicht so direkt an der Insel hier längs gefahren. Das habe ich leider verschätzt. Aber, naja. Naja, schade. Aber 60.000 Schaden, damit bin ich zufrieden. Ja, viel zu sehen gibt es jetzt auch nicht mehr. Ich bin raus. Jo, gute Nacht. Gute Nächte, man sieht sich, man hört sich. Buddy, morgen, Ballheim. Jo. Was ist zu befürchten? Hydro. Nope. Kein Hydro? Kein Hydro. Was? Wieso hast du kein Hydro? Schon eingesetzt. Nope. Das ist jetzt belastend. Ja. Oh, gute Nacht. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht, Waldi. Ja. Bis morgen. Gleich habe ich wieder Hydro. Ja, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Nicht? Dann setze ich es auch nicht ein.